Augenbraue hebe niemals wieder. Vielleicht? Ich weiß es nicht. Au ja. That's enough for dumb ground stink. Das ist genug für dummen Bodenstinker. Der Imp kichert in sich hinein. Ich würde gern rasten. Leichter Schlummer. 10% Gesundheit. Tiefer Schlummer. 10 Wille und Resistenz gegen Zauber. Hm. Noch haben wir ja eine andere Rast. Ja, plus 2 Verfassung und dauerabträglicher Effekte. Fasina will mit mir sprechen. Was hat sie denn zu sagen? Casita, I'm glad we have this chance to talk. Casita, ich bin froh, dass wir diese Gelegenheit zum Reden haben. Fasina verschränkt die Arme und blickt finster drein. I have not properly thanked you for taking me away from that place. Ich habe mir noch nicht richtig dafür gedankt, dass du mich von diesem Ort geholt hast. Aus dem dunklen Schrank. Du musst mir dafür nicht danken. Denn irgendwie tut deine Aufgaben oder du wirst arbeitslos sein. Nehmen wir mal die zwei. Perhaps not. But I wish to do so all the same. Vielleicht auch nicht. Ich möchte das aber alles genauso machen. That shop and my apprenticeship were like a diving bell, dragging me all the way to the bottom with barely enough air to survive. Dieser Laden und meine Ausbildung waren wie eine Taucherglocke. Sie haben mich bis auf den Grund gezogen, mit kaum genügend Luft zum Überleben. Sie zuckt zusammen. Arkemir was fond of tormenting me. If he had taught me anything of substance, I might even have endured his wretched company a while longer. Arkemir hat mich gerne gequält. Wenn er mir wenigstens irgendwas von Bedeutung beigebracht hätte, da hätte ich seine verachtungswürdige Gesellschaft noch etwas länger ertragen können. Though it is possible that Arkemir's lessons were not obvious ones. Obwohl Arkemirs Lektionen möglicherweise nicht so offensichtlich waren, Basimwa nimmt die Anweisung des Erzmagiers mit einem nachdenklichen Blick auf. In any case, now I am free to study the world, and it is because of you. So, now I will say it. Agrasima. Auf jeden Fall bin ich nun frei, um die Welt zu studieren, und all das dank dir. Daher werde ich es jetzt sagen. Agrasima. Was wolltest du lernen, dass nur Akemir dich hätte lehren können? Bist du an irgendwelchen besonderen Studienbereichen interessiert? Bevor wir von hier fortgehen, hast du irgendwelche Gedanken zu unserer bisherigen Reise? Lass uns von hier verschwinden. Fragen wir erstmal die zwei. It is a funny thing. I was so quick to chase my ambitions, as if an apprenticeship would outline the course of my life. Das ist ja lustig. Ich war so schnell dabei, meine Ambition zu verfolgen, als ob eine Ausbildung den Verlauf meines Lebens umreißen würde. In the end, I was building a castle in the sand. The taller it rose, the harder the waves swept in to batter it down. Schließlich hatte ich eine Sandburg errichtet. Je größer sie wurde, desto härter schlugen die Wellen ein, um sie niederzureißen. Now I have no plan. And the uncertainty is a refreshing change. Jetzt habe ich keinen Plan und die Ungewissheit ist eine erfrischende Abwechslung. Was wolltest du lernen, dass nur Akemir dich hätte lehren können? Ach, what a question. Ach, was für eine Frage. Fasina schleust mit der Zunge gegen den Gaumen und nickt. Akemir is elusive. That flamboyant house of his? It is all a performance. A mask that people will not think to peer beneath. Akemir ist schwer zu fassen. Ein auffälliges Haus? Das ist alles nur Vorstellung, eine Maske hinter die die Menschen nicht blicken würden. I had a sneaking suspicion that he knows more about magic than the rest of the circle combined. Ich hatte den schleichenden Verdacht, dass er mehr über Magie weiß als der Rest des Zirkels zusammen. Or maybe he is just an accomplished liar. I may never know the truth. Oder vielleicht ist er einfach nur ein geschickter Lügner. Ich werde die Wahrheit wohl niemals erfahren. Bevor wir von hier fortgehen, hast du irgendwelche Gedanken zu unserer bisherigen Reise? Plumbing the hall is obscured. This is no small task. Die verschleierten Hallen ausloten. Keine leichte Aufgabe. Fasina kneift die Augen zusammen und schürzt die Lippen in Gedanken. Tread lightly, Casita. Nothing I saw in Arkemir's employ suggests that we should hold the circle to its word. Sei auf der Hut, Casita. Nichts, was ich in Akemirs Gefolgschaft gesehen habe, lässt darauf schließen, dass wir den Zirkel bei seinem Wort nehmen sollten. Möchtest du das näher erläutern? Ich nehme an, der Zirkel würde das nicht interessieren, wenn es nicht irgendwie seinen eigenen Interessen dienen würde. Ich weiß, was ich tue. Der Zirkel wäre dumm, mich zu unterschätzen. Danke für die Warnung. Ich hatte andere Fragen. Lass uns von hier verschwinden. Ja, nehmen wir mal die zwei. You assume right.
And all the while they will lie to you through their smiles. Deine Vermutung ist richtig und währenddessen werden sie dich durch ihr Lächeln hindurch anlügen. They will not miss an opportunity to use your power to further their ends, even if it kills you. Sie werden keine Gelegenheit auslassen, deine Macht zu nutzen, um ihre Ziele voranzutreiben, selbst wenn es dich tötet. Möchtest du das näher erläutern? Not so long ago, an Adiran village was discovered to be resting on a vein of silver. Conflict erupted between the townsfolk and prospectors who wanted to buy up the land. Vor nicht allzu langer Zeit wurde in einem edirianischen Dorf festgestellt, dass es auf einer Silberader stand. Es entbrannte ein Konflikt zwischen den Dorfbewohnern und Silbergräbern, die das Land aufkaufen wollten. The Circle sent Kalakoth with some block-headed spell to extract the ore from the ground up. She succeeded in opening a sinkhole that swallowed the town. Der Zirkel entsandte Kalakoth mit irgendeinem dummen Zauber, um das Erz aus dem Boden zu fördern. Sie schaffte es, ein Senkloch zu öffnen, welches das Dorf verschlang. None of the villagers lingered to protest once their houses were gone. And now the Circle owns half of the jewelry shops in Edir. Niemand der Dorfbewohner hielt sich damit auf, zu protestieren, nachdem ihr Haus verschwunden war. Und nun besitzt der Zirkel die Hälfte der Schmuckläden in Edir. Does this sound like the work of an honest group? Klingt das etwa wie das Werk einer ehrlichen Gruppe? Nein, eher wie das Werk eines inkompetenten Magiers, das dann mit Schadensbegrenzung und so weiter. Ja. Auch gut. Ich weiß, was ich tue. Der Zirkel wäre dumm, mich zu unterschätzen. Be sure you are ready to back up your confidence with action. Achte darauf, dein Selbstvertrauen mit Taten zu untermauern, zu können. Passier das Augenbrauen zucken vor Skepsis. Whatever the Archmage I want from the halls obscured, I hope you are prepared to pull it back from their grasping hands. Was auch immer die Erzmagier von den verschleierten Hallen wollen, ich hoffe, dass du bereit bist, es ihnen aus den Händen zu reißen. Danke für die Warnung, ich hatte andere Fragen. Ask me anything, Kasita. The worst I will give you is an honest answer. Frag mich einfach, Kasita. Das Schlimmste, was du von mir bekommen kannst, ist eine ehrliche Antwort. Fasina zuckt mit den Schultern. Du interessierst mich. I came to the archipelago as a groveling apprentice. One day, I hope I will leave it with a speck more dignity than that. Ich kam als unterwürfiger Lehrling zum Archipel. Eines Tages hoffe ich es, mit etwas mehr Würde wieder verlassen zu können. What more could you desire to know, Kasita? Was möchtest du noch wissen, Kasita? Hast du jemals daran gedacht, selbst erst Magier zu werden? Not if it means I must submit to a bickering council of madmen plotting against each other. Nicht, wenn ich mich dafür einem zankenden Rat von Verrückten unterwerfen müsste, die sich gegenseitig hintergehen. If I ever scribe the spell, it would be the best kept secret in Eora. Only I would enjoy the satisfaction of knowing it. Wenn ich jemals einen Zauber schreiben würde, dann wäre er das am besten gehütete Geheimnis in Eora. Nur ich würde die Genugtuung genießen, ihn zu kennen. Fasina streicht sie mit dem Daumen über das Kinn und denkt nach. Fasinas mirthless laugh. Fasinas prickling pox. No, I have it. Fasinas withering glare. Ah, I like the sound of that. Fasinas trauriges Lachen. Fasinas kribbelnde Pocken. Nein, ich hab's. Fasinas vernichtender Blick. Ack, das klingt gut. Wie bist du in Akibias Gefolgschaft gelangt? Being a part of the circle has its little perks, but also some headache-inducing responsibilities. Teil des Zirkels zu sein hat seine kleinen Vorzüge. Doch es geht auch mit einigen Verantwortungen einher, die einem Kopfschmerzen bescheren. At least one member must always watch over the dead fire and see that matters do not fall into total disarray. Wenigstens muss ein Mitglied immer über das Todesfeuer wachen und dafür sorgen, dass hier nicht das vollständige Chaos ausbricht. Arkermir wanted the job about as much as he wanted to lance a boil on his deflated scrotum. But the alternative was giving stewardship to Maura. Akemir wollte die Aufgabe so sehr, wie er ein Furunkel an seinem zusammengeschrumpelten Hodensack aufstechen wollte. Die Alternative bestand jedoch darin, Maura als Burgwogtin einzusetzen. No one in the circle trusted her with the archipelago. Niemand im Zirkel traute ihr, was das Archipel anging. Was hatten sie denn gegen Maura? Komisch, dass sich sonst niemand freiwillig gemeldet hat. Ich habe genug gehört. Sprich weiter. During the changing of the guard, while a handful of imps loaded Arkemir's ship for the journey south, I stowed away in a dresser. Während des Wachwechsels, als ich eine Handvoll Imps Arkemirs Schiffe die Reise nach Süden belohnen, stahl ich mich in einer Kommode davon. Once we were at sea, I made my presence known. A dozen imps tore at my hair and pushed me towards the railing. When Arkemir saw me struggle, he didn't step in to help. He just gave me work.
Als wir da auf See waren, gab ich mich zu erkennen. Ein Dutzend Dips zog mich an den Hahn zur Reling. Als Akimir sah, wie ich mich wehrte, schritt er nicht ein, um mir zu helfen. Er gab mir einfach Arbeit. I did what I could to make myself useful. Stitched the sails, disciplined the imps. That one impressed him most of all. By the end of the voyage, I had the little stinkers saluting me as I passed. Ich tat, was ich konnte, um mich nützlich zu machen. Ich pflegte die Segel, ich disziplinierte die Imps. Das beeindruckte ihn am meisten. Am Ende der Reise hatte ich die kleinen Stinker so weit, dass sie mir salutierten, wenn ich an ihnen vorbeiging. Fasina lässt ihre Knöchel knacken und grinst bei dieser Erinnerung. When we made port in Neketaka, he introduced me as his apprentice and installed me at the cupboard for a life of clerical drudgery. You know the rest. Als wir Neketaka anlegten, stellte er mich als sein Lehrling vor und setzte mich für ein Leben des geistlichen Frontdienstes im Schrank ein. Den Rest kennst du ja. Du und Bertenu, ihr scheint nicht besonders gut zusammenzupassen. I was searching for a life beyond the cupboard, and that handsome oaf was blessed with a silver tongue. Came in handy when he was licking the boots of his creditors. Sie seufzt. Ich war auf der Suche nach einem Leben nach dem Schrank. Und dieser hübsche Trottel war mit einer Silberzunge gesegnet. Das war nützlich, als er seinen Gläubigern in den Arsch kriechen wollte. I don't regret our time together. That was just a different Fasina. Ich bereue unsere gemeinsame Zeit nicht. Das war einfach eine andere Fasina. Was möchtest du mit deiner Ausbildung tun? I have always dreamed of opening a magic shop in Neketaka. Ich habe schon immer davon geträumt, einen Zauberladen in Neketaka zu eröffnen. Fasina seufzt sehnsüchtig und blickt in die Ferne, wobei sie sich eine Haarlocke hinter das Ohr legt. That was a joke. Das war ein Witz. Sie grinst zurück. When I set out on this path, I discovered quickly that magic is all tied up in grammar, precision and insufferable rules. Als ich diesen Weg einschlug, entdeckte ich schnell, dass sich bei Magie alles um Grammatik, Präzision und unerträgliche Regeln dreht. Take a grimoire, for example. Misplace an accent mark over a rune. All the logic of a spell collapses around it. Nehmen wir zum Beispiel ein Zauberbuch. Setze einen falschen Akzent auf einer Rune und die gesamte Logik eines Zaubers bricht darum zusammen. And you'd prefer something more ill-defined. Why exactly? Und warum würdest du etwas Unklareres vorziehen? Sprich weiter. I don't want to break the rules of magic, but I want to rewrite some of them. Loosen them up so that any sharp mind can take up the study. Ich möchte die Regeln der Magie nicht brechen. Ich möchte einige von ihnen aber neu schreiben. Ich möchte sie lockern, um jedem klugen Kopf zu ermöglichen, sie zu studieren. The Circle would hate that, wouldn't they? If they could not reinforce their superiority over the rest of us, they might even disband. Der Zirkel würde das hassen, oder? Wenn sie ihre Überlegenheit über den Rest von uns nicht verstärken könnten, könnten sie sich sogar auflösen. Fasina beißt sich auf den Daumennagel und lächelt. Du musst einige Gedanken zu Eotas und den anderen Göttern haben. You assume a great deal, Casita. When they are not striding across an island, the gods concern me about as much as Eora's moons. Du erwartest einiges, Casita. Wenn sie nicht über irgendeine Insel wandern, interessieren mich die Götter so wenig wie Eoras Bohne. Fasina zog mit den Schultern. Religion was never very important to me. I do not expect that to change now that the gods have revealed their petty, narrow-minded ways. Religion hat mich nie wirklich interessiert. Ich erwarte nicht, dass sich das ändert, nachdem die Götter nun ihre kleinlichen, engstirnigen Methoden offenbart haben. Du weißt, dass die Götter erfunden sind, oder? Die Götter haben einen ziemlichen Einfluss auf meine Reise. Zurück zu meinen Fragen über dich. Lass uns verschwinden. Nehmen wir mal die zwei. When Andra floods our boat, I will be there with a bucket. When Helia sends birds after our sail, I will be there with a gun. Wenn Andra unser Boot flutet, werde ich mit einem Eimer parat stehen. Wenn Helia Vogel auf unsere Segel setzt, werde ich mit einem Gewehr warten. Do not ask me to pray. Bitte mich nicht zu beten. Ich trau mich jetzt einfach mal. Du weißt, dass die Götter erfunden sind, oder? I heard a member of your crew whispering of this, but I am pleased to have it confirmed. Ich habe gehört, wie ein Mitglied deiner Besatzung darüber flüsterte. Ich bin aber froh, dass es bestätigt wurde. Fasina kneift die Augen zusammen und blickt in die Ferne. Knowing this forbidden truth, does it change anything for you? Da du jetzt diese verbotene Wahrheit kennst, ändert das etwas für dich? Nicht wirklich. Es ändert alles. Menschen wurden ob dieses Wissens getötet. Ich muss die Götter nicht mehr länger beim Wort nehmen. Ich bin mir nicht sicher, nicht wirklich. Perfetto. Ein bayerischer Ausdruck, der gut gemacht bedeutet. Fasina applaudiert langsam und freudlos. If the gods are not as legitimate as we once assumed,
Does this make them any less our gods? Does it make your Ardra Colossus retrace his steps back to Kaer Nur? Wenn die Götter nicht so legitim sind wie du, wie wir einst annahmen, sind sie denn dadurch weniger unsere Götter? Wird euer Ardra Colossus dadurch wieder zurück nach Kaer Nur ziehen? Nein, nicht wirklich. As far as revelations go, this one is not very poignant for me. Maybe I'm just the wrong audience. Nothing takes me by surprise. Was Enthüllung angeht, so ist diese für mich nicht so schmerzhaft. Vielleicht bin ich nur die falsche Zielgruppe. Nichts überrascht mich. Fasina zuckt mir die Schultern. Zurück zu meinen anderen Fragen.